Bestimmt hast du es mitbekommen, dass Dirk Bach verstorben ist. Und als ich das über Facebook gesehen habe, die Meldung, da dachte ich auch, was? So jung und doch schon gestorben? Also ein richtiger Schock, würde ich jetzt nicht sagen, dass es für mich war, aber schon sowas in der Richtung halt, weil ich das, was er gemacht hat, auch gut fand. Nicht so sehr, was er im Fernsehen gemacht hat oder beim Theater, das fand ich teilweise auch lustig. Aber was ich besonders gut bei ihm fand, ist, dass er sich sozial eingesetzt hat. Er hat sich für Menschen eingesetzt, er hat sich für Tiere eingesetzt, er war Vegetarier und er hat auch vieles mit Kindern gemacht. Das fand ich sehr gut. Und das ist ja mein Respekt, den ich vor ihm habe und für das, was er getan hat. Deswegen ist es auch schade, dass er jetzt schon gestorben ist. Ich würde ihn persönlich gerne nochmal wieder treffen. Im Himmel bei Gott. Aber ob das der Fall ist, das weiß ich nicht. Denn es gibt nur einen Weg, meiner Meinung nach, wie man zu Gott kommen kann. Und das ist über eine Beziehung mit Jesus. Und ich weiß nicht, ob Dirk eine Beziehung zu Jesus hatte. Das weiß vielleicht nur Dirk. Aber ich vermute, dass er leider keine Beziehung zu Jesus hatte. Denn ich schätze Dirk so ein, dass wenn er eine gehabt hätte, dann hätte er das nach außen hin gezeigt. Und dann hätte er gezeigt, hier, ich habe eine Beziehung zu Jesus, auch wenn ich homosexuell bin. Das beides schließt sich nicht aus. Auch jemand, der homosexuell ist, der kann durchaus zu Gott kommen. Das ist möglich. Aber ich glaube, das geht nur, wenn man eine Beziehung zu Jesus hat. Und das ist es, was Christen glauben. Alle Christen glauben, dass man nur durch eine Beziehung zu Jesus zu Gott kommen kann. Wenn dir irgendjemand was anderes erzählt, dann kannst du davon ausgehen, dass es kein Christ ist. Und ein weiterer Grund ist, warum ich dieses Video mache, weil eine Seite, die sagt, sie sei irgendwie christlich oder hätte einen christlichen Bezug, ja, genau das gesagt hat. Sie hat gesagt, dass er aufgrund seiner Homosexualität in die Hölle kommt. Und das ist totaler Blödsinn. Jedenfalls nach christlicher Überzeugung ist das Blödsinn. Und somit ist eigentlich für mich klar, dass diese Seite, auch wenn sie eine christliche Domain hat oder darauf schließen lässt, dass es eine christliche Seite sein könnte, keine christliche Seite. Das ist keine Seite, die von Christen gemacht wird, oder diese Christen haben noch nicht das Wesentliche des Christseins verstanden. Ich möchte euch jetzt zeigen, was Martin Dreyer zu der ganzen Sache gesagt hat. Und der hat hier zum Tod von Dirk Bach etwas geschrieben. Ich bin kein Fan von Dirk Bach. Um ehrlich zu sein, fand ich seine Auftritte immer ziemlich gekünstelt und nervig. Er hat mich nie zum Lachen gebracht, und das war ja irgendwie sein Hauptjob. So werde ich ihn auch nicht vermissen. Es wird keine Nachrede von mir geben. Aber wenn ich jetzt lese, wie auf kreuz.net katholische Nachrichten über diesen Mann hergezogen wird, schürt mir das fast die Kehle ab. DC Talk sagte mal auf den Abspann ihrer CD über solche Christen: Dies ist, was einer ungläubigen Welt einfach unglaubwürdig findet. Und genau das ist es auch. Und auch ich denke, dass durch solche, in Anführungsstrichen, Christen Menschen von Gott entfernt werden. Und genau das ist nicht in Gottes Sinne.
Er möchte eine Beziehung zu allen Menschen und er findet es nicht gut, wenn man etwas tut, dass Menschen von Gott entfernt werden. Und deswegen handelt Kreuz.net nicht in Gottes Sinne. Die tun alles andere, als dass sie in Gottes Sinne handeln. Kreuz.net hat auch nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Die katholische Kirche distanziert sich ganz klar von Kreuz.net und sie sagt, keiner unserer Mitarbeiter ist da wahrscheinlich beteiligt. Man weiß nicht, wer hinter dieser Seite steckt. Man weiß es einfach nicht. Und man kann darüber auch anonym Beiträge schreiben. Das heißt, sie verstecken sich hinter der Anonymität und machen nicht deutlich, wer sie überhaupt sind. Und deswegen sind sie in meinen Augen schon unglaubwürdig. Wenn man eine Meinung hat, dann kann man dazu auch stehen. Also man kann jetzt auch gucken und herausfinden, wer ich bin. Das kann man mit ein bisschen Recherche machen und dann findet man auch heraus, wer jetzt hier dieses Video gemacht hat. Weil ich zu meiner Meinung stehe. Ich stehe zu meinem Glauben und ich stehe zu meiner Meinung. Und das sollten die auch machen. Denn so könnte man mit denen diskutieren. Und so könnte man schauen, ist denn das richtig, was sie sagen in einer Diskussion. Und das kann man nicht, wenn sie anonym bleiben. Ich lese jetzt weiter, was Martin noch geschrieben hat. Jesus hat nie einfache Menschen wegen ihren Lebensstil kritisiert oder fertig gemacht. Nur die Moralisten, die Übergeistlichen, die Erbsenzähler, die bekamen von ihnen das Fett weg. Jesus musste das Vorbild sein. Er hat den Maßstab gesetzt. Und jeder, der sich daran halten will, hat genug mit sich zu tun. Es bleibt keine Energie, auch noch schlecht über andere Menschen zu reden. Ich finde diesen Beitrag absolut abscheulich und ich schäme mich dafür, dass Christen so etwas öffentlich machen. Auch ich schäme mich für diesen Beitrag. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, glaube ich nicht, dass es Christen sind. Oder jedenfalls, dass sie die Kernaussage des christlichen Glaubens verstanden haben. Nämlich die Kernaussage ist, dass man nur durch Jesus zu Gott kommen kann. Jeder, der etwas anderes behauptet oder glaubt, ist kein Christ. Und deswegen bezweifle ich, dass diese Seite von Christen betrieben wird. Mag sein, dass sie sich für Christen halten, sie sind es aber nicht. Und darüber sollten sie mal nachdenken. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss beten und mit Gott reden. Ja, lieber Gott, du weißt, wo jetzt Dirk Bach ist. Du weißt, ob er eine Beziehung zu dir hatte. Du weißt, ob ich ihn wiedersehen werde. Ich hoffe sehr, dass ich ihn wiedersehen werde. Aber ich kann es leider nicht entscheiden. Sei bitte jetzt auch bei seinen Angehörigen, die um Dirk Bach trauern. Stärke sie und gib ihnen den Halt, mit der Situation jetzt umzugehen. Und ich weiß, dass du es schrecklich findest, was Kreuz.net da verbreitet und dass es gar nicht in deinem Sinne ist. Gib doch den Menschen da die Einsicht, wenn sie wirklich Christen sind, dass das, was sie tun, nicht in deinem Sinne ist. Und leite ihnen von ihrem falschen Weg wieder ab und führe sie wieder zu dir hin. Stärke sie, ja, und er schenkt ihnen die Einsicht, was das Richtige ist. Und sei auch bei allen homosexuellen Christen. Es gibt auch Christen, die feststellen, dass sie anders sind, dass sie vielleicht homosexuell sind. Und diese Christen haben teilweise ein Problem. Andere Menschen sagen ihnen, das ist nicht richtig und du kannst so nicht zu Gott kommen. Aber manchmal machen sie genau dadurch ein Leben mit dir kaputt, dass sich homosexuelle Christen abwenden von dir und dadurch wirklich nicht zu dir kommen können.
Darum stärke alle homosexuellen Christen, dass sie den Weg mit dir weitergehen und dass ich sie so später im Himmel wiedersehen werde. Amen.